Also schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, heute Sie alle in diesem Studienraum herzlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und vielen Dank für Ihr Interesse zu diesem Thema. Es freut mich genauso, dass wir uns nach so einer langen Pause wieder treffen können und dürfen. Unter allen Sicherheitsvorkehrungen, und ich bitte Sie alle bitte, sich daran zu halten, aber trotzdem ist es schon ein Schritt vorwärts auf dem Weg aus der Pandemie. Hoffentlich kommt es alles, hoffentlich, wir hoffen eigentlich darauf. Heute haben wir zu Besuch Gäste von der Schweizer Botschaft und Vertreterinnen von einer russischen Umweltbewegung. Im Fokus steht ein sehr wichtiges heutzutage Thema, und zwar Klimaschutz und die persönliche Verantwortung von jeder und von jedem für eine saubere Welt. Ich möchte, liebe Studierende, Sie dazu motivieren, dass Sie nicht nur zuhören, sondern auch aktiv mitmachen. Sie haben heute eine sehr gute Möglichkeit, Fragen an unsere Experten zu stellen, an unsere Gäste zu stellen, einerseits, und andererseits sich fachlich und sprachlich kompetent zu zeigen. Aber vorerst möchte ich auch das Wort unserem hohen Gast übergeben. Heute haben wir zu Gast Botschafterin der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der Russischen Föderation, Frau Christina Martelang. Ich möchte Sie bitten, auch ein paar Worte, Begrüßungsworte an unseres Publikum zu sagen, Frau Botschafterin. Ja, vielen Dank, liebe Frau Shigasheva. Ich bin für Ihre liebenswürdigen Worte und herzlichen Dank für diese nette Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen mit unserem Experten, Herrn Dr. Heveli, aber auch mit unserer, ich würde fast schon sagen, Kollegin, Frau Korosteleva, mit der wir seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeiten, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Waste Management, um es auf Neudeutsch zu sagen, aber auch zum Thema Recycling. Dieses Thema Nachhaltigkeit ist für die Schweiz ein sehr wichtiges Thema. Wir haben im Januar 2020 haben wir eine neue außenpolitische Strategie verabschiedet. Also wir, das heißt die Schweiz, meine Regierung. Und in dieser neuen außenpolitischen Strategie ist eines der großen wichtigen Themen ist die Nachhaltigkeit. Dieses Thema ist deshalb auch für uns auf unserer Botschaft ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Wir arbeiten an diesem Thema in den verschiedenen Bereichen, also auch so ein bisschen als Querschnittsthema. Wir haben dazu auch eine Gruppe gegründet, die nennt sich Sustainability Group oder eben die Nachhaltigkeitsgruppe. Und dort im Rahmen dieser Gruppe, die aus Mitgliedern aus den verschiedensten Abteilungen und Sektionen der Botschaft besteht, haben wir einerseits interne Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir fördern aber und unterstützen eben auch Projekte, eben zum Beispiel mit Valeria und ihrem Team. Wir organisieren eben Vorlesungen, wie das, was wir heute machen. Und wir organisieren zum Teil auch Videokonferenzen. Wir haben auch einen Film gemacht. Also es ist eine relativ engagierte Gruppe. Wir haben aber auch intern, versuchen wir, unsere Botschaft möglichst eben nachhaltig zu führen, möglichst energieschonend, umweltschonend. Also wir machen Recycling, wir versuchen nicht das Wasser zu vergeuden und so weiter. Also wir versuchen eben sehr bewusst das Thema Nachhaltigkeit nicht nur zu predigen, sondern es eben auch zu leben. Und ich freue mich deshalb eben sehr, dass wir heute bei Ihnen an dieser sehr ehrenwerten Institution sein dürfen. Und ich freue mich insbesondere, dass wir eben heute zwei Experten beziehungsweise einen Experten und eine Expertin haben, die Ihnen zu diesem Thema natürlich sehr viel besser Auskunft geben können, als ich das überhaupt je kann. Also,
Ich freue mich auf den Austausch auch mit Ihnen und ich hoffe, Sie haben ganz viele Fragen an die beiden. Ja, wir werden sehen, wie das dann kommt. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank, ja, vielen Dank auch Ihnen. Also und jetzt glaube ich, ist es schon Zeit, das Wort unseren Experten zu übergeben. Und ich möchte zuerst unseren Gast von der Schweiz einladen, wissenschaftlicher Berater des Schweizerischen Bundesamtes für Umwelt, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes für Umwelttechnologie, Dr. Viktor Häfeli. Geschätzte Vizerektorin, geschätzte Herr Botschafter, geschätzte Kollegin, geschätzte Zukunft, die Studenten, ich wurde gefragt, würdest du nicht, wenn du in Moskau bist, ein Referat halten an junge Leute, an Studenten, an die Zukunft über Nachhaltigkeit, Umwelttechnik? Ich wäre auch Student. Ihr seid die Zukunft. Ich habe sofort Ja gesagt, aus zwei Gründen. Erstmal, der Jugend gehört die Zukunft. Ihr werdet es machen, wie es zukünftig in der Welt ausschaut. Auf der anderen Seite ist mir die Umwelt wichtig. Die Umwelt ist global, die kennt keine Grenzen, keine politischen Grenzen, keine ökologischen Grenzen. Das ist unsere Welt, das ist unsere Erde, zu der müssen wir Sorge tragen. Deswegen habe ich sofort Ja gesagt. Und ich habe auch in der Mises ab und zu Vorlesungen, auch in der Schweizer Universität. Und ich freue mich immer, wenn ich das, was ich lernen durfte, auch wieder etwas zurückgeben darf der Jugend, den Studenten. Ich berichte über ökologisches Leben, schweizerische, russische Perspektiven oder auch Möglichkeiten. Man muss wissen, die Schweiz, wir sind natürlich ein großes Land. Wir haben leider unsere Flächen zu Bergen aufgehäuft. Wenn wir flach wären, wären wir viel größer natürlich. Wir sind ein Bundesstaat und 26 Kantone, also Oblaste, muss man sagen, und dann 2800 Kommunen. Und wir hatten nie einen Kaiser, nie einen König. Wir sind es nicht gewohnt, regiert zu werden. Wir haben 8,6 Millionen Einwohner, wir haben 41.000 Quadratkilometer, also sehr klein im Vergleich zu Russland. Wir haben ein Bruttoinlandprodukt von 80.000 Franken pro Einwohner. Wir haben im kleinen Land haben wir 4 Sprachen. Zum Beispiel unser Geld ist in 4 Sprachen angeschrieben, die meisten Produkte mindestens 3-sprachig. Und wir produzieren leider 78 Millionen Tonnen Abfälle, inklusive Bauabfälle, pro Jahr. Im Vergleich zur Schweiz, zu Russland ist es einfach. In Russland produziert man etwa immer 10-mal so viele Abfälle wie in der Schweiz. Wie funktionieren wir in der Schweiz? Wir sind hier natürlich Universität für Sprachen. Auch viele von euch gehen in die diplomatischen Bereiche rein. Deswegen sage ich kurz, wie die Schweiz funktioniert. Die Schweiz ist das Volk. Das Volk regiert und wählt das Parlament. Da gibt es einen Nationalrat, der ist proportional zu den Einwohner der Schweiz und ein Ständerat, das heißt die Kantone, haben ein gleichberechtigtes Parlament. Aus dem wird dann der Bundesrat gewählt, auf dieser Seite ist der Bundesrat, das sind also 7 Personen, die die verschiedenen Ministerien leiten. Es ist also ein 7er Gremium, eine ungerade Zahl, da gibt es nie eine Pattsituation. Eine Person von denen ist jährlich der Präsident. Der andere Seite ist natürlich die Judikative, die Gesetze, wo sie gemacht werden, also umgesetzt werden. Das Volk hat die Möglichkeit, Gesetze zu ändern oder Gesetze einzugeben, die dann über Volkswahlen offizialisiert werden können. Das gleiche System wiederholt sich in jedem der 24 Kantone, respektive Halbkantone. Also ein sehr komplexes, föderalistisches System und funktioniert gut. Abfallentsorgung in den 60er Jahren. Was haben wir gemacht? Wir haben Abfall produziert und aus den Augen, aus dem Sinn. Was man nicht sieht, das interessiert einem nicht. Wir haben unkontrollierte Brände auf Deponien gehabt. Unkontrollierte Brände heißt Dioxine, Furane, dann Quecksilber, dann Flusssäure, Salzsäure. Wir haben Abfallverbrennung unkontrolliert auch gemacht, was eine große Sünde war. Die Schweiz ist mitten in Europa.
Geografisch gehören wir auch zu Europa, sonst sind wir selbstständig. Und in der Schweiz gehen unsere Wasser bis nach Russland. Das heißt, auf dieser Seite hier geht das Wasser Richtung Schwarzes Meer, haben wir Kontakt auch zu Russland. Auf dieser Seite geht unser Wasser in Adria, Italien, hier ins Mittelmeer und hier in die Nordsee. Wir sind das Wasserschloss. Wir haben in den 60er, 70er Jahren das Wasser kontaminiert mit unseren Abfällen und haben auch das dreckige Wasser weitergegeben in unsere umliegenden Gebiete. Was hat eigentlich dazu geführt? Wir haben Veränderung der Menge und Zusammensetzung der Abfälle gehabt in den letzten 60 Jahren. Das ist eine starke Zunahme bei der Bevölkerung und des Wohlstandes. Umso mehr Wohlstand, umso mehr Abfälle haben wir produziert. Wir haben sinkende durchschnittliche Anzahl von Personen in einem Haushalt. Wir haben abnehmende Lebensdauer der Produkte. Wir konsumieren, schmeißen es weg. Wir haben neue Materialien wie Kunststoffe, Batterien, elektronische Geräte. Wir haben neue Giftstoffe produziert, wie Medikamente, Farben, alles das, wo Gift drin hat. Dann haben wir den Anstieg vom Verbrauch von diesen Gütern oder anderen Gütern wie Möbel, Kleidung, Elektrogeräte, ist eigentlich explodiert, auch Autos zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine starke Zunahme der Abfallmenge gehabt. Wir haben auch neue Abfälle, welche nicht sich von selbst zersetzen. Also mit der Industrialisierung und der Chemie wurden eigentlich Abfälle generiert, die nicht sich biologisch selbst zersetzen. Und das hat natürlich einen Bedarf und Kapazität von Abfallbehandlungsanlagen nach sich gezogen. Unser Schweizer Abfallproblem braucht also dringend eine Lösung. 1985 war die Situation, die Deponien mit unbehaltenen Siedlungsabfällen, die Deponien mit unbehaltenen Siedlungsabfällen und Sonderabfällen verschmutzen Grundwasser und natürlich auch für lange Generationen das Wasser. Das mussten wir unterbinden. Dann Verbrennungsanlagen, die wir hatten, hatten Giftstoffe in die Luft rausgelassen. Die Abgasreinigungsanlagen waren nicht so weit, dass sie Dioxine oder Furane oder Säuren zurückhalten konnten. Wir haben unzureichende Kapazitäten von Abfallbehandlungsanlagen und zum Teil haben wir Skandale gehabt, wo wir Abfälle exportierten an Orte, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel war noch der eiserne Vorhang. Wir haben Batterien in die Ex-DDR, Deutsche Demokratische Republik, geliefert und da auf die Deponie. Da haben wir es nicht gesehen. Da war für uns der Fall in Ordnung. Das war auf gut Deutsch gesagt eine Sauerei. Entschuldigung. Aber es war so. Dann haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir was tun. Wir haben gedacht, was ist zu tun, was sind unsere Leitsätze, das zu ändern. Das war 1986. Erstmal die Abfallwirtschaft orientiert sich nach den Zielen der Gesetze und Schutz der Menschen und der Umwelt. Alle Abfallsysteme müssen sich in Gesamtheit umweltfreundlich sein. Sie müssen zirkulär sein, Kreislaufwirtschaft. Lebenszyklus denken. So, Entschuldigung, zurück geht hier. Die öffentliche Hand hat in der Abfallentsorgung eine untergeordnete Rolle. Das heißt, sie macht die Abfälle, die Geld kosten, Haushaltsabfälle vor allem. Und auch alle Abfälle müssen behandelt werden. Das ist ganz wichtig. Alle Abfälle müssen behandelt werden. Es gibt ein Verbot zur Deponierung. Die Abfälle müssen in verwertbare Stoffe verhandelt werden oder in Rückstände, die man deponieren kann. Und keine Abwälzung der Probleme in zukünftige Generationen, wie hier zum Beispiel, oder in andere Länder. Zum Beispiel, viele Abfälle gingen früher nach Afrika oder auch nach Asien. Wie ist das aufgebaut, das Abfallmanagement? Wir haben die Bundesebene der Schweiz, da ist die Gesetzgebung. Dann haben wir die Kantonsebene, da ist die Planung der Abfallmengen und die Durchsetzung. Und die Gemeinde, die haben dann eigentlich die Umsetzung, die müssen eigentlich handeln und das organisieren mit den Abfällen. Doch möchte ich euch fragen, was ist denn Abfall?
Ihr könnt Deutsch. Ja, genau. Jemand kann doch eine Antwort geben. Was ist denn Abfall? Was meinst du? Du musst nicht lachen, ich sehe dein Lachen unter der Maske. Ja. Entschuldigung. Was ist für dich Abfall? Bitte, Raman. Ruski? Okay, was ist für dich Abfall? Das ist grundsätzlich sozusagen Müll, aber nicht gerade Müll. Aber was ist Müll? Was ist das? Das bedeutet zum Beispiel alles, das wir nicht mehr nutzen und los oder nicht sollen, sondern wir werden es los, aber sollen vielleicht irgendwie Recycling machen und immer mehr benutzen. Ja. Wir sagen immer, Abfall ist Energie und Sekundärressource am falschen Ort. Wir müssen es nutzen, in den richtigen Ort zu bringen. Es gibt keinen Abfall in dem Sinn. Wir können mit allem etwas machen. Jetzt die lösende Schweizer Abfallstrategie. Auf der linken Seite hier haben wir die Treiber. Wir haben eine Gesetzgebung, die klar vorschreibt, das müssen wir tun. Dann haben wir Verordnungen, die sind unterhalb der Gesetzgebung. Wir haben Stand der Technik. Wir müssen das nach Stand der Technik tun. Das heißt, was ist heutzutage möglich, aber auch zahlbar und industriell durchsetzbar? Das ist für uns Stand der Technik. Wir orientieren uns nicht nach den europäischen Normen, weil wir die nicht verstehen. Und die Russen versuchen sich an den europäischen Normen zu orientieren. Aber wir sind gerne immer bereit zu erklären, wie man es auch einfacher machen kann. Dann Durchsetzung, es muss durchgesetzt werden, kontrolliert werden. Wenn es nicht durchgesetzt wird und kontrolliert wird, wird es nicht gemacht. Alles, was gemessen, kontrolliert wird, wird gemacht und alles, was nicht gemessen, kontrolliert wird, nicht gemacht, weil bei diesen Stoffen, die sind negativen Wert, das kostet Geld. Und dann auch Vollzugshilfen. Wir sind auch bereit in der Schweiz zu helfen in Dokumenten, wie kann man das machen, wie kann man das umsetzen. Auf der anderen Seite in der Abfallstrategie zählt man die Reduktion der Abfälle an der Quelle. Zum Beispiel Verpackungsmaterial. Wir hatten so viel Verpackungsmaterial, für was? Für nichts brauchen wir nicht. Aber auch Sonderabfälle. Wir haben ein spezielles Gesetz gemacht für Reduktion der Sonderabfälle, zum Beispiel, dass in Batterien kein Quecksilber mehr sein darf. Auch andere Stoffe, die giftig sind, dass wir die gesetzlich reduzieren und verbieten. Hat natürlich die Industrie nicht gerne, aber wir wollen nicht die Abfälle, Sonderabfälle dann haben und die Problemstoffe. Also die Industrie muss sich ändern, uns Produkte zu geben, die wir besser nutzen können. Dann Wiederverwendung. Nicht alles brauchen, fortschmeißen, Neues. Wie kann man es wiederverwenden, wie kann man es reparieren? Und dann Recycling oder bei organischen Abfällen Kompostierung. Und der Rest, wo man keine Verwendung hat, dann nehmen wir die Energie raus. Das heißt, dann werden sie thermisch verwerten. Weil auf einer Deponie würden sie vergären und viele Gase produzieren, die im Vergleich zu einer thermischen Verwertung immens größer sind. Jetzt sieht man hier 2007, was ist passiert? Hier sieht man das orange Landfill, Polygon. Dann Municipal Solid Waste Incinerator, hellblau, das ist thermische Verwertung, blau ist Recycling, Utilisatze, und Country ist natürlich das Land. Jetzt sehen Sie auch die europäischen Länder, wo wir sind. Die Schweiz ist immer ein bisschen draußen natürlich. Positiven. Ihr seht die Schweiz ganz rechts, 2007, also 20 Jahre nach dem Beschluss, haben wir nur noch 1% für Deponien, für Polygon gehabt. Der Rest haben wir entweder thermisch verwertet oder wir haben den recycelt. Aber das war nur, weil wir ein Gesetz hatten, was sagt, wir müssen alle Abfälle behandeln. Wir sind die einzigen in Europa, wo so strikt sind. Aber es hat genützt. Jetzt unsere Abfälle, wo wir haben, die Haushaltsabfälle,
Wir produzieren halt 50% gehen in die thermische Verwertung und etwa 50% ins Recycling. Wenn man jetzt schaut, in Zürich, etwa eine Tonne auf dem Haushaltsabfall hat etwa 300 Liter Öl. Also ein Sack hat etwa 1,7 Liter Öl in dem Energiegehalt, wo wir nutzen. Und bei uns ist die Nutzung der Energie, der Haushaltsabfälle, die wir nicht stofflich verwerten können, auch CO2-neutrale Energie, die wir nutzen für Fernwärme und für Strom produzieren. Hier seht ihr Zürich. Was fällt euch auf in Zürich? Ein See? Trinkwasserqualität? Wenn ich mit meinen russischen Freunden in Zürich bin, gehen wir im Sommer baden? Sie sagen, nein, nein, da gehe ich nicht rein. Und ich sage, warum beißen sich die Fische? Oder warum? Da gehe ich zuerst rein und dann stellen sie fest, es ist Trinkwasserqualität. Hat aber auch lange gedauert. Aber was interessanter ist, hier sehen Sie einen Schornstein. Das ist ein Abfallheizkraftwerk. Also die Zürcher, die bringen in die Stadt den Abfall hier, hier wird er thermisch verwertet und die Energie geht in Fernwärme gleich wieder ins Netz und der Strom wird auch wieder gebraucht. Meine russischen Freunde sagen immer, warum in der Stadt, bringt das irgendwo weg, das ist viel zu gefährlich. Aber die Abgasreinigungsanlagen heutzutage, die sind eine Leistung, wo die Abgasströme am Kamin, die sind sauberer wie unten auf der Straße. Hier sehen wir eigentlich die Abfallströme von den 2019 Siedlungsabfällen. Seht hier, wir haben etwa 6 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle. Russland hat etwa 60 Millionen. Die Hälfte von dem wird eigentlich separiert. Und wir separieren nicht, weil wir gute Leute sind. Wir separieren, weil für die Säcke, für diese Säcke müssen wir zahlen. Für jedes Volumen Abfall zahlt der Bürger. Wenn der Bürger das Abfallvolumen reduzieren kann, zahlt er weniger. Deswegen ist einer der Gründe, warum wir sehr gut Abfälle separieren, in Papier, organische Abfälle, Glas, PET, Textilien, Dosen, auch Aluminiumdosen, Batterien, Elektronikschrott. Und so ist eigentlich der Trick, wo wir wirklich möglichst viel Wertstoffe rausholen können, separieren, Recycling. Und durch das Recycling gibt es auch Arbeitsplätze. Wir haben 10.000 Arbeitsplätze im Abfallmanagement, im Recycling in der Schweiz, was die Kreislaufwirtschaft nutzt und auch Rohstoffe und Energie wieder freisetzt für die Gesellschaft. Dann die anderen Abfälle gehen in die thermische Verwertung und dann kommen noch etwa 700.000 Tonnen, das ist dann Schlacke, die dann auch entsteht, die dann deponiert werden muss. Aber aus der Schlacke nehmen wir auch wieder Energie raus, zum einen, wir haben 2,6 Terawatt, also Megawatt, Gigawatt, Terawatt pro Jahr von unseren Abfällen heraus an Strom und 3,9 Terawatt Wärme und noch viele Metalle. Wenn wir jetzt das Rechnen in der Schweiz, die Energie, die Terawatt sagen Ihnen nichts, ich weiß das, ich bin ja hier nicht in einer technischen Hochschule, aber zu wissen, was das heißt, wir können einen Zug zusammenstellen mit Öl von 150 Kilometer pro Jahr. Mit dem. Aber es würde das heißen, jetzt eigentlich das Schweizer Modell auf die Russische Föderation. Was meint ihr, wie lange wäre der Zug mit Öltankern jedes Jahr? Was meinst du? Ein Zug mit Öltankern von der Energie, der Haushaltsabfälle, Siedlungsabfälle der Russischen Föderation. Wie lange wäre der Zug? Nicht schlecht. Also wenn wir jetzt denken, der Abfall ist 10-mal mehr, also wir haben jedes Jahr einen Zug mit Öltankern von Energie, was in Russland nicht genutzt wird, von Moskau nach Zürich. Aber jedes Jahr. Gut, jetzt habe ich ein bisschen euch gesagt, was unsere Problematik war in der Schweiz.
wie wir es gelöst haben, das hört nicht auf. Wir haben, unsere Herausforderungen sind zurzeit Mikroplastik. Wir haben auch Pestizide, also chemische Mikrostoffe im Grundwasser, was wir mal mit dran sind, wie wir das reduzieren müssen. Wir sind, wir alle brauchen saubere Luft, dann sauberes Wasser, dann ertragreicher, nicht kontaminierter Boden und saubere Energie. Da arbeiten wir alle dran, jeder auf seinem Niveau. Ich bin hier eigentlich in Russland seit jetzt 8 Jahren und versuche auch, meine Kollegen hier in Russland zu unterstützen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Kongress, wo wir jetzt die letzten Tage hatten für Kreislaufwirtschaft, für Recycling, wo wir jetzt rund 500 Leute, vor allem Russen, auch begrüßen durften und Fachsimpeln und Vorträge und Lösungen eigentlich kreiert haben. Ich bin jetzt eigentlich fertig mit dem Vortrag. Ich denke, jetzt kommt meine Kollegin und dann stehen wir wahrscheinlich nachher für euch für Fragen jeglicher Art zur Verfügung. Ich danke euch, dass ihr nicht eingeschlafen seid, dass ihr da seid und aufmerksam sind. Danke euch vielmals. Also vielen Dank, Herr Heffelin. Also und jetzt kommt unsere russische Expertin eigentlich in diesem Thema ans Pult. Und das ist eigentlich, ich möchte zuerst sie vorstellen, Mitbegründerin des Projektes Sobirator, Beraterin der Umweltbewegung Razdelny Sbor, Valeria Karastelova. Ich werde Russisch sprechen. Sie können etwas aufatmen. Deutsch beherrsche ich leider nicht. Seit 10 Jahren befasse ich mich mit dem Abfallproblem. Ich bin Ökoaktivistin und noch in der Schule befasste ich mich mit der Umweltproblematik. Und ich hatte das Projekt Sobirator gegründet. Und ich habe 10 Jahre lang die getrennte Müllsammlung in der Moskau-Region geleitet. Ich möchte Ihnen über die Abfallreform in Russland erzählen, wie ist die Gesetzgebung organisiert. Und ich möchte Sie zu den konkreten Taten inspirieren, was jeder von uns tun kann, um das Abfallproblem zu regeln und zu lösen, ohne auf die Politik zu weiter. Diese Bewegung existiert russlandweit. Über 26 Städte nehmen daran teil. Das sind Freiwilligenbewegungen. Wir veranstalten verschiedene Aktionen. Wir führen die Bildungsveranstaltungen, wie man umweltfreundlich leben kann. Und natürlich arbeiten wir auch mit den Vertretern der Wirtschaft. Unser Auftrag ist, die Kultur des bewussten Konsums durchzusetzen. Die Reduzierung der Abfälle, die sekundäre Verwertung und weitere Verarbeitung. Wir zielen auf alle Objekte ab. Wir haben als Ziel alle Objekte und nicht allein die Verursacher, sondern auch jene, die den Abfall verwerten. Wir arbeiten mit den Sortierungsstationen, mit den Deponien und mit den Herstellern des Verpackungsmaterials. Unser Projekt ist eine systembezogene Arbeit. Dazu gehören 60 Personen in der Moskauer Region. Heute eröffnen wir noch ein weiteres Zentrum unserer Bewegung in Krasnodar. 3 Jahre lang existierten wir nur in Moskau und die anderen Städte haben uns angeschrieben, dass sie auch ein ähnliches Zentrum in der eigenen Stadt aufbauen möchten. Wir haben ein Team aus 16 Personen. Außerdem haben wir sehr viele freiwillige Helfer. Wir sind ein gemeinnütziges Projekt. Wir funktionieren als soziales Unternehmertum. Wir erbringen die Leistungen für verschiedene Organisationen. Wir produzieren verschiedene umweltfreundliche Waren. Und das ist eben die Quelle für unsere Zwecke. Denn alles, was wir für die Verwertung zusammentragen, kann natürlich unseren Bedarf nicht decken. Wir sprechen nicht allein über die Theorie, sondern auch über die Praxis. Wenn Sie in unserem Zentrum noch nicht gewesen waren, sind Sie gerne eingeladen. Sie können jeden Tag kommen und sozusagen unsere Arbeit genauer kennenlernen. Und nun einiges über die Gesetzgebung und über die Tätigkeit einiger gemeinnütziger Organisationen, wie es unser ist. Das wichtigste Problem ist Finanzierung. Wir sind nicht
dass die karitative Stiftung schlechthin, wie etwa Greenpeace. Wir haben uns für das soziale Unternehmertum entschieden. Die Schwierigkeit ist, dass wir noch mit verschiedenen Ungereimtheiten in der Gesetzgebung zu tun haben. Es gibt viele graue Flecken, wo die Unternehmen etwa die Batterien im eigenen Geschäft zusammentragen wollen oder irgendwelche Verpackung. Aber dafür gibt es keine Gesetze. Und hier gehen die Unternehmen auf ihr eigenes Risiko ein. Das Sammeln der sekundären Rohstoffe bei den Bürgern ist auch eine komplizierte Aufgabe. Die Verarbeitungsbetriebe wollen damit nicht arbeiten. Sie wollen nur die gleichartigen Abfälle bekommen. Beispielsweise, es gibt allein an Plastik 150 Arten. Wir haben Hindernisse nicht nur durch die Behörden, sondern auch durch die Organisation, die es nicht wissen, wie bewusst der Konsum organisiert werden soll. Sie veranstalten nur verschiedene Aktionen, aber später landen diese Güter irgendwo auf der Deponie. Wenn die Menschen davon erfahren, dann verzichten Sie auf die Mülltrennung. Die Abfallreform wurde 2014 gestartet. Es wäre auch gut, wenn sie im Prozess der Durchsetzung nicht umgestaltet werden. Das war Aufgabenbereich der vier Ministerien und 20 untergeordnete Einrichtungen. Und nicht immer haben sie Kontaktpunkte. Auch der Rechnungshof hat vergangenen Jahr zugegeben, dass die Abfallreform scheiterte. Wir verwerten nur 10% der Abfälle. Die Kapazitäten der Deponien sind so gut wie ausgeschöpft. Man braucht jetzt schon neue Deponien. Und es gibt keine Mülltrennung, die nicht als verbindlich festgeschrieben ist. Die Regionen können auf Mülltrennung verzichten und dafür werden sie gar nicht gestraft. Es gibt solche Institutionen wie regionale Betreiber, aber sie können im Rahmen des marktwirtschaftlichen Systems nicht funktionieren. Wir haben das föderale Gesetz 89. Die föderale Hierarchie wurde dort geregelt. Alles ist ganz einfach. Man muss maximal alles nutzen. Man muss die Entstehung der Abfälle verhindern. Man muss die Beschränkung der nicht verwertbaren Abprodukte einschränken. Beispielsweise die Verpackungen für die Torten, die sind nicht verwertbar. Das heißt, man muss die Entstehung dieser Abprodukte verhindern. Man muss in der Etappe der Produktion schon darüber dessen, was damit später geschieht. Dann kommt das Sortieren, die Kontrolle, die Verwertung. Die Verwertung oder die Bearbeitung, die Verwertung setzt nicht die Deponien oder die Verbrennung, denn Verwertung bedeutet in Russland die Verarbeitung eines Stoffes in den anderen. Und das letzte Verfahren ist die Verbrennung oder das Deponieren. Bei uns wird diese ganze Hierarchie auf den Kopf gestellt. Alles wird in die Müllverbrennung investiert und in die Bildung der neuen Deponien. Wenn wir hören, dass in der Moskauer Region alle Deponien stillgelegt wurden. Diese Abprodukte werden jetzt in andere Regionen gebracht. Jetzt empören sich die Regionen, dass sie die Abfälle aus Moskau und Moskauer Region bekommen. Aber und die vorhandenen Deponien wurden nur umbenannt mit neuen Sortierstationen, mit den neuen Anlagen. Aber die Deponie existiert doch weiter. Und von diesem Sortieren entstehen circa 60% nicht verwertbaren Stoffe. Etwa 60% werden einfach deponiert. Aber die Beamten sagen, wir haben ja alle Deponien stillgelegt. Heute wird die Müllverbrennung besonders stark propagiert. Sehr wichtig.
ist der Unterschied zwischen der Situation in Europa und bei uns. In Europa werden 40-60% des Abfälle verbrannt. Aber dazu gehört verbindliche Müllverbrennung. Man darf nicht alles Mögliche verbrennen. In Moskau gibt es 2 Müllverbrennungsanlagen. Und dort wird werden absolut alle Abfälle verbrannt. Wenn sie in einen Ofen alles stecken und verbrennen, ist es sehr schwer, dann einzuschätzen, was emittiert wird. Außerdem werden die Produkte verbrannt, die die Ressourcen für die weitere Bearbeitung sein könnten. Das ist nicht umweltfreundlich. Man muss die Abfälle zunächst verarbeiten. In Europa gibt es kein Öl und kein Gas und es braucht auch Energie. Und da wir Gas haben, deshalb ist der Strom in unseren Netzen relativ preiswert. Die Müllverbrennungsanlagen wird enormes Geld kosten. Sie können darüber etwa in Kommerzant oder RBK lösen. Die Verbrennungsanlagen sind Monopolisten und man kauft dann Energie ihnen ab für sehr viele enorme Gelder. Und die Investitionen hier werden in diesen Bereich, in andere Bereiche nicht gerichtet, sondern die werden jetzt gemacht nur in die Verbrennungsanlagen. Da werden verbrannt auch biologisch giftige Abfälle, verschiedene Lacken und Farben, Ölfilter und so weiter. Das heißt, das, was nicht behandelt werden kann heute, es gibt doch keine Technologien dafür. Und deshalb verbrennt man das, aber dann geraten die Verbrennungsabfälle doch ins Grundwasser und in die Luft. Und das ist ein kolossaler Schaden. Sonstige Probleme unserer Kirchreform, Abfallreform sind auch bekannt, aber in Europa gibt es ein gut funktionierendes Instrument. Das ist die Verantwortung der Verursacher der Abfälle. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Kekse produzieren, Sie wollen sie doch verpacken. Sie brauchen dann Boxen oder Kartons. Sie sitzen da und Sie überlegen sich, wie werden Sie Ihre Kekse verpacken. Sie überlegen sich auch, wie oder was Sie diese Verpackung kosten wird, zum Beispiel eine Tonne Verpackung und so weiter. Papierverpackung wird sie billiger kosten als plastische Verpackungen. Das heißt, der Staat regelt, und zwar wirtschaftlich, welche Verpackung ein Hersteller, wenn wir zum Beispiel für Säfte oder für Milch und diese Verpackungen kosten dann mehr, weil sie komplexe Verpackungen sind. Das heißt, sie wählen dann eine umweltfreundlichere Verpackung. Bei uns in Russland gibt es sowas nicht. Und diese Sammlung, umweltfreundliche Sammlung, funktioniert nicht hundertprozentig, nicht für hundertprozentig für ihre Verpackung, sondern das können sie nur für 10% benutzen. Andere 90 Kilo können sie einfach wegwerfen, weil das ihnen nicht passt. Und wenn wir dann jede Zahl in dieser Hierarchie genau unter die Lupe nehmen, dann können wir sehen, dass die Erfahrungen der europäischen Staaten aus Japan, aus Italien und aus anderen Staaten, wenn wir diese Erfahrungen übernehmen, dann verstehen wir, dass wir Abfälle nicht nur behandeln, sondern auch vermeiden müssen. Denn wenn wir Container für Abfälle sehen, dann heißt es, dass das nicht ganz richtig ist. Man muss eigentlich die Bevölkerung, den Bürger auch erklären, dass man weniger Verpackung braucht, Reuse oder Recycling von Sachen. Das alles ist in Europa jetzt sehr gefragt. Und wenn wir jetzt schon diese Kehricht- oder Abfallreform beginnen, dann haben wir schon diese Vorkenntnisse aus Europa, aus anderen Staaten. Und das können wir doch nutzen. Sehr wichtig ist es auch, dass
möchte ich jetzt auch betonen, dass es so eine Einrichtung regionale Operatoren oder Manager, wenn eine Region groß ist, wie zum Beispiel Region Moskau oder Moskau, da gibt es dann 7 regionale Manager oder Operatoren, denn 20% aller Abfälle fällt auf Moskau. Und in einigen Regionen, zum Beispiel in der Region Moskau, da gibt es schon weniger dann Operatoren. Und wenn das nur ein Unternehmen ist, dann ist das leichter, dieses Unternehmen zu kontrollieren. Weiter, die Bezahlung dieses Operators hängt davon ab, wie viel Abfälle er zur Deponie bringt. Das heißt, es ist ihm viel günstiger, dass er mehr Abfälle zur Deponie bringt. Die Zielkennziffer zeigen uns, dass so ein Operator wenigstens 60% zur Behandlung bringen muss. Wenn er diese Norm erfüllt, dann bekommt er sein Gehalt. Aber wenn er mehr Abfälle behandelt oder zur Deponie bringt, dann bekommt er noch einen Bonus dazu zu seinem Gehalt. Und deshalb ist er bereit, mit ganz verschiedenen Verursachern der Abfälle zu arbeiten, mit Gaststätten, also dann mit verschiedenen Büros und. Bezahlen sie auch ihre Kosten. Aber es gibt solche Stoffe, Möbel zum Beispiel oder andere Stoffe, die kaum zur Deponie zu bringen sind. Und dann muss man, dann sieht man schon hier, dass man auch die Bevölkerung dann ausbilden muss, bilden muss. Man muss hier dieses Bewusstsein bilden. Und wir sprechen jetzt auch sehr viel darüber, dass wir Maßnahmen treffen müssen, damit diese Kehricht-Reform doch endlich funktioniert. Und da kann man auch vergleichen wiederum, wie man das in Europa macht. Ich glaube, sehr viele haben Bilder gesehen, wie die Plastikflaschen auch in diesen Automaten angenommen wird, und die Flasche kostet eigentlich kaum was und kostet nicht dann diese 1 Cent, die dann der Bürger bekommt, die er als Pfand, und dann bekommt er diesen Pfand zurück, dieses Cent zurück, obwohl das zu viel ist eigentlich für diese Flasche. Aber das ist ein ganz kleiner Zug, aber das müssen wir doch auch beachten, und das ist noch ein Schritt oder eine Möglichkeit, etwas in Richtung dieser Reform zu machen. Und jetzt möchte ich habe noch 6 Minuten Zeit, und ich kann sagen, was ihr, die hier sitzen, was könnt ihr hier machen, um diese Situation zu verbessern? Sie müssen eigentlich die Verantwortung übernehmen, zusammen mit dem Hersteller. Also nicht nur der Hersteller dieser Verpackung, aber auch Sie als Bürger. Der Hersteller, er kann zum Beispiel die Verpackung minimieren. Sie müssen die Möglichkeit, die Kunden müssen in einem Geschäft die Möglichkeit bekommen, etwas ohne Verpackung zu machen. Zum Beispiel, er kann seine eigene Flasche bringen und so weiter. Deshalb ist es sehr wichtig, aktiv zu sein, proaktiv zu sein. Sie müssen so sich verhalten, dass auch das Leben um sie herum, die Situation um sie herum, in der Umgebung anders wird, und zwar in der Richtung, die euch gefällt, dass sie auch den Wunsch bekommen, in dieser Situation zu leben. Das ist wichtig, das zu machen, und jetzt können sie sehr viel machen. Sie können zum Beispiel abstimmen für gewisse Maßnahmen, denn sie haben alle Smartphones in ihren Taschen, und dann können sie für ein Unternehmen abstimmen, gegen ein Unternehmen abstimmen. Sie müssen ganz dann verschiedene Gewohnheiten entwickeln. Und diese 3 Wörter, Reduce, Reuse, Recycle, das muss zu euren Gewohnheiten werden. Und dann können sie auch nach diesen Prinzipien leben. Wir können natürlich auch die Abfälle vermeiden. Das heißt, wir können reduzieren. Wir können die Abfälle reduzieren oder die Produktion, sagen wir so, von Abfällen reduzieren. Ob wir
wir das machen. Aber diese Frage, was werden wir weiter damit tun? Wie werden wir weiter unsere Bevölkerung, unsere Allgemeinheit, unsere Zivilisation weiter in dieser Richtung entwickeln? Wir müssen richtig auch die Verpackung wählen, insbesondere unter anderem. Ich kann Ihnen zum Beispiel das zeigen. Oder Sie können Einwegverpackung wählen. Oder können Sie sie vielleicht ersetzen? Aber durch was? Wodurch können Sie Einwegflaschen, Einwegverpackung ersetzen? Zum Beispiel dann ein Wegteller oder ein Wegbecher. Das hat dann nur einen Weg später zur Deponie. Und wenn und deshalb können Sie zum Beispiel die Gaststätten bevorzugen, wo Sie das Essen nicht auf den Einwegtellern bekommen, sondern auf ganz normalen Tellern. Da kommt ihr zum Beispiel ein Geschäft, in einem, wo Sie Milch kaufen. Und hier haben Sie vier verschiedene Verpackungsarten. Sagt mir bitte, wie ist hier die richtige Ordnung? Bitte, in welcher Reihe werden Sie diese Verpackung ordnen? Ich höre bis jetzt noch keine richtige Antwort. Verdolmetschen kann ich das auch nicht. Die Frage ist, in welche Verpackung kaufe ich das? Also die richtige Antwort lautet ja, in einer, sagen wir so, in einem Alubehälter, naja, gut, ja. Und die richtige Antwort ist 2143. Die umweltfreundliche Verpackung, die besonders gut ist, das ist natürlich Glas. Weiter ist das ein Behälter, ein plastischer Behälter mit der Markierung 2HDPI. Und das ist sehr gut verwertbar und hat viel weniger Abfälle, produziert viel weniger Abfälle. Das letzte unter Nummer 4, eigentlich das ist Acetylen und ist auch sehr gut verwertbar, wird überall dann entgegengenommen und in den Sortieranlagen wird das aussortiert. Das ist gut. Und unter Ziffer 3, das ist Tetra Pak, das ist eine vielschichtige Verpackung. Da sind ist Alufolie und da ist Karton. Und diese Verpackung wird sehr, sehr kompliziert zu entsorgen. Diese Verpackung ist natürlich eine Verpackung, die sehr viel Abfälle produziert. Und nur zwei Abfallanlagen in ganz Russland können dann diese Tetra Pak annehmen und wenn Sie zum Beispiel ein Zombie-Apokalypse in Ihrem Hof, in Ihrem Wohnblock haben, dann brauchen Sie sehr viel Milch, dann brauchen Sie natürlich Milch in diesen Tetra Paks, aber normalerweise nicht. Nun, und das ist so ein Memo für die Verpackung, für Verpackungsarten und wir beachten dabei auch die Sicherheit der Produktion, die Sicherheit, ob diese Produktion Gesundheitsrisiko mit hat oder nicht, wie das zu verwertet werden kann und so weiter. Das, was wir eigentlich haben. Und jetzt eigentlich, das ist so auch eine schlaue Frage. Ihr steht da schon vor der Kasse und ihr habt keine Tasche, die eine mehr keine Mehrwerttasche und da steht ihr an der Kasse und was wählen Sie? Eine Papiertasche oder eine plastische Taschentüte oder was anderes? Ja, normalerweise
Weise, man nimmt so eine Polyethylentasche. Warum? Weil das eigentlich verwertbar ist, viel besser als eine Papier, eine Tasche aus Papier, eine Tüte aus Papier. Außerdem, man braucht sehr viel Holzabfälle und sehr viel Zellulose. Man braucht sehr viel Bäume für die Produktion von Papiertaschen. Und wenn man dann die Plastiktüten verarbeitet, dann hat man entsprechende chemische Zusätze. Und mit Hilfe dieser Zusätze können plastische Stoffe zersetzt werden. Ja, dann ihr könnt zum Beispiel die Zusammensetzung lesen, damit ihr wisst, was eigentlich da, woraus das besteht. Und also die Polyethylentaschen können Sie immer verwerten lassen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Dinge, die Sie nicht mehr brauchen, wieder verwenden können. Sie können das für karitative Zwecke abgeben oder bei Jula verkaufen und so weiter. Als Studenten wissen Sie das besser. Wenn Sie das ihrerseits brauchen, können Sie dasselbe tun. Wenn Sie etwas Neues kaufen, denken Sie auch daran, dass Sie das irgendwie später verwerten müssen. Also die Abgabe zur Verarbeitung. Wir haben auf unserer Website die Auflistung, wo und wie und auf welche Weise abzuliefern werden. Wenn es Sie interessiert, dann können Sie auf unserer Website das finden können. Außerdem haben wir Informationen darüber, dass es Behälter, welche Behälter es gibt und welche von ihnen nutzbar und nicht nutzbar gibt. Wir haben auch eine interaktive Landkarte und wenn Sie Ihre Freunde oder Kommilitonen haben, Sie können Ihnen diese Landkarte empfehlen. In Moskau gibt es zwei Arten der Container. Diese, die zwei, die gelben, die blauen, stehen in jedem Hof. In Moskau funktioniert dieses System sehr schlecht. Wir betrachten das als Sabotage. Aber die wichtigsten Arten der Abfälle, die werden auch aus den gemischten Abfällen ausgewählt, das heißt aus den grauen Behältern. Wenn Sie das darin stecken, werden Sie sowieso verarbeitet. Eine Kleinigkeit bezieht sich auf Makulatur. Man muss Makulatur in die wasserdichten Tüten einpacken. Also entweder müssen Sie das in den wasserdichten Tüten abliefern oder zu dem speziellen Sammelpunkt bringen. Hauptsache, Sie müssen das zusammenpressen, damit der Umfang nicht so groß ist und waschen Sie das auch zu Hause, damit es günstig zur weiteren Verwertung wäre. Wenn es für Sie nicht günstig ist, umweltfreundlich zu sein, oder gibt es in dem naheliegenden Geschäft keine Ware, die abgewogen wird, oder Sie tun das auch selber als aktive Ökologen. Sie können auch das, sich zusammenkommen und sozusagen gesellschaftliche Nachfrage schaffen. Beispielsweise in Ihrem Café bekommen Sie keinen Nachlass, wenn Sie mit der eigenen Tasse kommen. Es gibt auch noch eine weltweite Bewegung dazu. So lassen Sie Ihr Kaffee zu dieser Bewegung anschließen. Also, man darf nicht vergessen, Sie bauen die Welt auf, in der wir alle leben werden. Das sind unsere Ressourcen, die Website, Mülltrennung und Website Soberator. Sie können sich damit mit allen Fragen vertraut machen. Sie können an uns Ihre Fragen stellen. Danke. Vielen Dank, Valeria. Also die Experten haben Ihnen interessante Ideen und auch ein paar Tricks vorgestellt. Vielleicht möchten Sie etwas präzisieren, mehr wissen oder ergänzen. Jetzt haben Sie das Wort. Ja, bitte schön, wir haben zwei Mikrofone im Saal und kommen lieber ans Mikrofon. Ja, Anastasia, dann also sagen Sie bitte vorerst, an wen Sie Ihre Frage stellen möchten. Ja, an unseren Experten, Herrn Viktor Häferle oder Valeria Karastelova? Ja, ich möchte meine Frage an Viktor
Herr Fili? Herr Fili stellen, darf ich? Bitte. Ja, es gibt in Russland so eine Meinung, dass wir keine grüne Politik brauchen. Ohne Abfall haben wir so viel Energie, ja, Öl, Erdgas und es ist billig, wie es schon gesagt wurde. Und man denkt, dass die globale Erwärmung unser Land nicht betrifft, weil es eine globale Erwärmung ist. Und in Russland ist es kalt, dann, wenn es ein bisschen wärmer wäre, wäre es ziemlich besser. Und wie können wir Menschen davon überzeugen, dass wir unseren Müll sortieren und recyceln müssen? Ich möchte nach die schweizerische Erfahrung fragen. Спасибо. Waren Sie mal in Chelyabinsk? Nein. Haben Sie mal in dem Fluss gebadet, der kupfergelb ist? Nein. Würden Sie in der Moskwa baden gehen? Nein. Warum ist das so? Okay. Wenn meine Freunde in die Schweiz kommen, wollen die auch nicht in die Flüsse baden gehen. Ich gehe zuerst, weil wir haben 30 Jahre gearbeitet, dass wir Trinkwasser haben. Das, was hier in Russland ist, ist in der Schweiz auch. In jedem Land war das so. Die Industrialisierung ist gekommen, wir haben Abfälle produziert. Wir wussten nicht, was wir machen. Wir haben die Umwelt vergiftet. Und das Problem ist, wenn Sie die Umwelt vergiften, das geht Jahre, bis Sie das wieder in Ordnung gebracht haben. Und mit der Erderwärmung, da kann man jetzt diskutieren, es ist gut, es ist nicht gut. In der Schweiz ist jetzt Schnee und in Moskau ist fast Sommer. Etwas ist verkehrt, ich verstehe es nicht. Ich hätte gedacht, hier ist Schnee und in der Schweiz ist Sonne. Aber es geht ja ums Prinzip, wir von der Schweiz haben festgestellt, wir verseuchen das Grundwasser und somit das Trinkwasser durch unsere Abfälle. Und so hat das angefangen. Das ist auch, hier ist es auch der Fall. Also wenn Sie baden gehen, dann gehen Sie die Flussrichtung hoch der Moskwa baden und nicht nach Moskau. Oder sonst haben Sie das Problem, natürlich viele Abfälle sind und natürlich die Industrialisierung auch hier ist sehr stark gewachsen und ihr habt seit der UdSSR, habt ihr das Recyclingwissen, das Sortieren habt ihr verloren, vergessen, leider. Und das müsst ihr jetzt wieder mühselig wieder lernen, Abfälle zu sammeln, Abfälle zu separieren und wieder zu verwerten. Und so einfach ist es nicht, wo man sagen kann, eine Glasflasche oder eine PET-Flasche oder eine Polyethylenflasche, man muss es gesamtheitlich sehen. Jedes Produkt, jedem Atemzug verbraucht einen Teil unserer Umwelt. Muss man überlegen, bei einem Produkt oder bei einem Produkt, das zirkulär läuft, wie viel, in der Schweiz rechnen wir das mit Umweltbelastungspunkte, braucht das Produkt im Lebenszyklus und verbraucht von unserer Erde Ressource. Und wenn man jetzt schaut, wenn ich rund um Moskau fahre, die großen Polygons, die da sind. Ich war auf den meisten Polygons schon und wenn ich mich frage, ob ich da hingehen darf und so, ist alles gut, sind Leute mit Lackschuhen vor dem Polygon und sagen, jetzt hast du es gesehen. Und sagen, nein, Victor geht da hoch, oder? Und dann gehe ich auf das Polygon selber, das ist ja riesig und stinkt. Ich muss dann immer eine russische Zigarette rauchen, weil so ist besser der Rauch wie der andere Duft. Und das sind große Probleme, die zu lösen sind. Aber das kann man nicht in einem Jahr, das geht 20 Jahre. Und die Schweiz, wir hatten das Problem, was uns geholfen hat, ist, wir haben gesagt, wir müssen alle Abfälle behandeln. Wir dürfen nicht mehr deponieren. Und durch das kam es in 20 Jahren eine Industrie. Wenn wir unsere Kollegen anschauen in Europa, ihr habt das Bild gesehen, die dürfen immer noch irgendwo deponieren. Die haben immer ein Schlupfloch, wieder irgendwo billig Geld zu machen. Also es geht nicht nur um die Erderwärmung, es geht hier um Trinkwasser, es geht hier um Böden. Wenn die Böden nicht gesund sind, dann können wir keine Ernte einholen, die gesund ist, weil die Pflanzen saugen die Schwermetalle auf und die sind dann in den Früchten oder im Gemüse drin und das essen wir. Oder? Und auch die Luft muss sauber sein. Wenn ich in Moskau ab und zu, ist die Luft nicht unbedingt so gut wie auf den Bergen in der Schweiz, würde ich mal sagen. Aber in Zürich ist sie auch nicht so gut.
Oder das heißt, es geht eigentlich um ein Denken, wie einem eine Kollegin sagt, mal jeder muss mal anfangen und die Politiker beeinflussen. Und wir sind eben eine kleine Schweiz, wir haben Glück und das Volk kann ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Und wir haben es immer so gelöst, alle Abfälle behandeln. Und auch mit der thermischen Verwertung, es gibt halt Abfälle. Ich bin Werkstoffingenieur, etwa 70% der Polymere macht es keinen Sinn, dass man die recycliert. Eigentlich ökologisch gesehen, weil es braucht mehr Ressourcen, die zu recyceln, wie neue zu herzustellen. Da nimmt man gescheiter die Energie aus den Stoffen raus und braucht die Energie. Euer Pech ist natürlich, dass ihr so billiges Gas und Öl habt, dass es vieles nicht rechnet, weil es ist halt billig. Und irgendjemand muss das zahlen. Das ist immer das Problem. Am Ende des Tages muss irgendjemand die Rechnung bezahlen. Und wer bezahlt das Ganze? Wenn ich sage, die Polygons, sie sind riesig. Wir hatten 20 Jahre gehabt, die Polykohle so zu positionieren, dass sie nicht mehr reagieren. Oder? Also kurzum, schauen Sie raus, gehen Sie nach Tscherlabinsk. Das sagt Ihnen am meisten eigentlich, wir müssen was tun. In der Schweiz, in Russland, in Moskau, ich, meine Kollegin, Sie, bei uns fängt es an. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen viel gesagt, konnte ich mehr oder weniger antworten. Naja, jetzt habe ich, erinnert, wie ich überrascht war, als ich zuerst erfuhr, dass in Wien es möglich ist, Wasser, nicht kaufen, sondern eine Wasser aus Hand zu trinken. Erstmal, Sie sprechen sehr gut Deutsch, ein Kompliment. Ich kann leider noch nicht so gut Russisch. Zweitens, wir haben große Probleme mit chinesischen Touristen in der Schweiz. Jetzt wegen Corona jetzt nicht, aber die Probleme sind wie folgt. Eine Freundin von mir, die ist Stadtführerin. Und wir sind ganz einfach denkende Leute wie Schweizer. Das ist heiß, sie nimmt Plastikbecher mit, Pappbecher wahrscheinlich zukünftig. Und wir gehen an den Brunnen in der Stadt und nehmen das Wasser und verteilen es. Und dann schauen wir alle so komisch an, willst du uns vergiften? Und sagt, nein, das ist Trinkwasser. An den Brunnen in der Schweiz, es ist Trinkwasser, man kann das trinken. Und das ist immer die große Diskussion mit den Chinesen, willst du uns vergiften oder willst du uns den Durst löschen? Und die einen glauben das dann, wenn man zuerst selber trinkt, dann glauben sie das und die anderen gehen in den Laden und kaufen eine Flasche. Und wenn sie zum Beispiel eine Flasche Evian nimmt, aus einem anderen Land halt angrenzend, oder ein Hahnenwasser in Luzern, ist das Hahnenwasser von der Qualität besser wie das Evian, zum Beispiel. Danke sehr. So, bitte weitere Fragen. Wir haben eigentlich zwei Mikrofone. Sie können sich ans andere stellen. Ja, bitte sehr. Guten Tag. So, zuerst danke sehr für diese zwei Präsentationen. Sie waren sehr interessant. Und ich heiße Alona und apropos bin ich aus Tscherlabinsk. Ja, und ich wollte fragen, so am Anfang Ihrer Rede, so meine Frage, ich möchte meine Frage an Viktor stellen. Am Anfang Ihrer Rede haben Sie die Welt ohne ökologische Grenzen erwähnt. Und ich wollte fragen, wie es aussehen soll. Danke. Die Welt ohne biologische Grenzen. Ja, aber ich glaube, Sie... Sie müssen sich vorstellen, die Schweiz, wir sind in den Bergen und dass der Regen fällt und wir haben Quellwasser und es geht ja in alle Richtungen. Ja, logisch. Wenn ich jetzt in der Schweiz ein Auto fahre und da blase ich CO2 hinten raus, das ist global die Erderwärmung, das ist genau wie wenn ich hier jetzt ein Auto fahre, CO2. Und wir haben entweder Bise, das kommt von Russland, der kalten Wind, oder wir haben Westwind, der geht in die andere Richtung. Die Emissionen, die wir produzieren,
die sind global. Das ist, gibt keine Grenzen. Wenn wir Wasser verseuchen, schlussendlich ist es irgendwann Ozean. Wenn wir Mikroplastik machen, ist ein großes Problem der Reifenabrieb von den Rädern. Von denen redet niemand. Aber wie viel Millionen Reifen verbrauchen wir im Jahr? Wohin geht das Gummi? Das ist Mikroplastik. Das geht ins Abwasser, das geht in den Fluss, das geht in die Ströme, das geht ins Meer. Kaschmar. Aber es ist ein globales Problem, ohne Grenzen. Wir müssen alle zusammen ein Mindset machen, ein Reset machen. Wir konsumieren unsere Erde, nur wir müssen sie bewusst konsumieren, dass sie möglichst für viele Generationen reicht und nicht nur für zwei, drei. Das meinte ich damit. Und ich war in Chelyabinsk, es ist eigentlich schön, aber es ist natürlich schwere Industrie, natürlich viel Metall, ich bin Metallurg auch, viel Schwermetall, ist sehr interessant, aber es gibt auch viele Industrieabfälle, vor allem Kupferbau, Titan, Eisen, wo natürlich auch sehr starke Umweltschäden natürlich. Und ich wollte nichts gegen Chelyabinsk sagen, es ist eigentlich schön, aber das ist ein Beispiel, wo die Großindustrie halt großen Umweltschaden verursacht hat. Entschuldigung, es ist wie Nietzsche. Vielen Dank für die zwei ausführlichen Präsentationen. So, ich möchte meine Frage an unseren Experten Viktor stellen. So, was denken Sie, wie man am besten die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft anregen kann? So, muss man Subventionen für Unternehmen oder Strafmaßnahmen, Quoten und Steuern einführen? Strafmaßnahmen. Und dann noch eine Frage. Wo kann man zusätzliche Finanzmittel für die Entwicklung der nachhaltigen Initiativen nehmen? Also zuerst zu meiner kurzen Antwort. Wir sind Konsumenten. Wir glauben an Konsum, wir sind verwöhnt, wir konsumieren und wir müssen Einfluss nehmen auf das Produktedesign. Oder? Ein Produkte kann man designen, wo sie einfach zu recyceln sind, dass sie wenig oder keine Giftstoffe drin haben. Zum Beispiel eine deutsche Firma, Miele heißt die, die macht Staubsauger. Die Staubsauger ist aus einem Polymer, ABS. Eine andere Firma, die nenne ich jetzt nicht, was negativ ist, die hat einen Staubsauger mit etwa 20 verschiedenen Polymeren drin, Plastik. So, der von Miele ist einfach zu recyceln, einmal in Schredder, einmal Becherin, hast ABS, recyceln. Der andere, da musst du mit Röntgenstrahlen, mit Nahinfrarot und weiß was alles, das separieren, sehr aufwendig, dass man dann Produkte hat zum Recyceln. Also erstmal Strafmaßnahme. Es gibt externes Producer Responsibility, das heißt Verantwortung der Produktion. Die sollen uns Konsumenten Produkte geben, die ökologisch sind, die man im Kreislauf halten kann. Oder? Wie zum Beispiel das Beispiel mit dem Staubsauger. Deswegen Strafmaßnahme, zum Beispiel in der Schweiz, wir hatten zuerst ganz viele Verpackungsmaterialien. Und auf einmal musste man dafür zahlen. Wir hatten die Säcke bekommen, oder? Die mussten wir dafür zahlen. Was ist passiert? Ich habe mein Zeug ausgepackt im Laden und habe gesagt, ich habe es ja bezahlt, ich lasse es im Laden. Alle haben es im Laden gelassen. Und dann kam der Druck auf den Laden, der hat gesagt, was soll ich mit dem machen? Ich muss es bezahlen. Und hat der Laden im Lieferanten gesagt, verpacke es anders ein, ich will es nicht zahlen. Und so hat man die ganze Verpackungsindustrie verändert. Aber der Konsument hat es schlussendlich gemacht. Respektiv, wir sind gedrückt worden über Preis, über Kosten, über Abfallentsorgung. Und natürlich mit dem Geld. Was ist? Es ist halt, wir sind Länder, wir sind Regionen, da sind Gelder. Auch die Regierung hat es nicht einfach. Wir haben politische Interessen. Ich bin Ingenieur, da kann ich nicht drüber reden. Wir haben aber soziale Interessen wie Spitäler, wie Gesundheitssysteme. Wir haben Transportprobleme, wo wir Menschen transportieren müssen. Wir haben dann Abfallherausforderungen und überall muss das Geld irgendwie reichen, oder? Und ihr habt ein riesengroßes, schönes Land, ist auch groß zu handeln, oder? Aber kann man auch viele Abfälle verstecken, was niemand sieht, ist auch nicht gut. Schlussendlich zahlen wir das. Alle
zahlen wir mit unserem Konsum, zahlen wir schlussendlich den ganzen Kreislauf, dem Abfall. Deswegen müssen wir die Industrie drücken, dass sie Produkte hat, wo wenig Abfall generiert, wo man einen Kreislauf hat. Aber wir haben zwei Herausforderungen. Einmal das, was wir gemacht haben, unsere Eltern gemacht haben, das sind die Polygon, und das andere, was ihr jetzt zukünftig generiert. Und die Aufarbeitung der Polygon ist sehr wichtig, weil die werden euch 100 Jahre belasten mit ihrem Abfall, mit ihrem Grundwasserkontamination etc. Das sind Riesen, da muss man was machen, und aber gleichzeitig auch mit den neuen Abfällen was machen. Man muss sie, wie meine Kollegin sagte, erstmal reduzieren, macht weniger. Da müssen auch wiederverwenden, reparieren, wiederbrauchen. Aber dann auch Giftstoffe draushalten, also einen Druck auf die Industrie machen. Es gibt Aktivitäten, es gibt vor allem im Elektronikbereich auch Verpackung auf Elektronikprodukte in Russland, Druck drauf, dass man Verpackung reduziert, dass es auch Kosten überwälzt werden auf die Industrie. Die müssen dafür aufkommen. Aber am Ende regiert das Geld. Das ist leider so. Und wir müssen schauen, dass da was generiert wird. Das heißt, ich kaufe bewusst Produkte, wo Firmen sich genau für die Produktdesign entscheiden, was ein bisschen teurer ist, aber ökologischer ist. Und wenn wir so handeln, gibt es Druck auf den Markt, und dann werden immer mehr Produkte so geben, die dann ökologischer sind. Vielen Dank. Was wollte ich добавлю? Ich möchte noch ergänzend systematisieren. Aus meinen Ausführungen möchte ich noch eins ergänzen. Ich bin gegen die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen oder strikte Einschränkungen, etwa Verbot der Plastik generell oder die Strafen für die Abprodukte, die nicht getrennt werden. Man muss das gesamte System in Betracht ziehen. Es gibt Konsumenten schlechthin. Man muss darüber nachdenken, wie man sie motivieren kann. Es gibt beispielsweise europäische Erfahrungen. Man muss unterschiedliche Tarife einführen. Trennen Sie Müll, dann zahlen Sie weniger. Trennen Sie nicht, dann zahlen Sie mehr. Oder es wird das Volumen des getrennten Müll und nicht getrennten Mülls abgewogen. Also für jeden Kubikmeter gibt es einen bestimmten Tarif. Da werden die Menschen selbst interessiert sein, nicht über die Strafen, sondern weil wir einsparen können. Warum regeln wir das Wasser oder die Reinigungskräfte? Wenn unsere Reinigungskräfte selbst zur Verarbeitung die Abfälle bringen, dann können sie einsparen. Und die Hausverwaltung gemeinsam mit den Einwohnern, das haben wir in einem Stadtteil gemacht. Sie bekommen dort große Einsparungen. Das heißt, eine Gemeinschaft, die ihr Haus selbst verwaltet, wenn es Kommunalverwaltungen sind, da muss man für sie die Motivation erfinden, etwa die erweiterte Verantwortung der Hersteller oder Verantwortung für Einzelhandel. Warum stehen diese Automaten in den Einzelhandel? Die Menschen gehen in jene Geschäfte, wo es diese Anlagen gibt, wo man Plastikflaschen abgeben kann. Die Produzenten, Wettbewerbsvorteile muss man für sie schaffen. Also sekundäre Stoffe müssen auch teuer kosten. Man muss alle Subjekte in Betracht ziehen und darüber nachdenken, wie man die Menschen und die Unternehmen motivieren kann. Durch die normale wirtschaftliche Motivation. Ich kann es kurz sagen, Strafmaßnahme. Bettflasche. Der Schweizer Staat sagt, schaut, Industrie, wenn ihr die machen wollt, dann müsst ihr 85% Recyclingquote erreichen. Und sonst nehme ich Einfluss als Staat. Die Schweizer Industrie hat gesagt, okay, wir müssen was tun, es gibt PET-Recycling. Deutschland, ihr müsst die Quote erreichen, nicht geklappt, Strafmaßnahme. Strafmaßnahme ist, die haben vorgezogen, also ihr habt ein Pfand darauf, auf der Flasche. Jeder muss vorgängig was zahlen. Und somit kommt das zurück, weil jeder, der eine Flasche hat, wird irgendwo gesammelt, gibt es Geld, und mit der Strafmaßnahme ist der Kreislauf geschlossen. Es gibt zwei Systeme, zuerst freiwillig, wenn es nicht funktioniert, muss der Staat Einfluss nehmen. Jetzt kommt die nächste Frage bei der Dame. Entschuldigung. Ja, von der rechten Seite.
Guten Tag, ich heiße Dina. Hier an der MGIMO-Universität studiere ich Umwelt und internationale Umwelt- und Wirtschaftsprobleme. Und meine Frage würde ich an Dr. Herr Felle stellen. Und meine Frage würde, ich bin sehr froh, dass die Schweiz sehr viel im Bereich Umweltschutz erreicht hat. Und meine Frage würde, welche weitere Pläne auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet Nachhaltigkeit hat die Schweiz? Danke. Also erstmal, wir sind unsere Philosophie, wir wollen nie 100% machen. Irgendwo ist der Nutzen optimal, das ist meist bei 70-90%, auch bei Recyclingquoten. Und dann ist es eigentlich von den Umweltbelastungen optimal. Und die Herausforderungen, die wir zurzeit in der Schweiz haben, sind vor allem unsere Bauern durch die Chemieindustrie forciert, also brauchen zu viel Pestizide, zu viel Düngemittel. Wir haben jetzt nicht einen Abfall, der eigentlich unser Wasser belastet, sondern für die Landwirtschaft Zusatzstoffe. Wir wollen da mehr biologisch werden. Wir haben Herausforderungen mit Mikroplastik, wir haben Herausforderungen mit Medikamenten im Abwasser, zum Beispiel wenn Sie eine Prellung haben und eine Salbe einreiben, ist es schon gut und da gehen Sie duschen. Und wohin geht dann die Salbe? Die geht ins Abwasser und die heutigen Abwasserreinigungsanlagen, die haben 3 Stufen. Ich war auch in Moskau-Wada, die haben sehr gute Abfallreinigungsanlagen. 2 von denen sind sehr gut, eine hat noch Bedarf, aber für die Riesenmengen, also sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, jetzt sind die 4. Stufe, wo gehen die hin? Oder auch zum Beispiel, ein ganz aktuelles Beispiel, Antibabypillen. Wenn die Östrogene, wenn man die rauslässt, wie ein Urin, sind die im Abwasser und wo gehen die hin? Oder? Und jetzt sind wir daran, eigentlich eine 4. Stufe im Abwasser reinzubringen, um solche chemischen oder auch biologischen Stoffe zu filtrieren, dass die nicht in die Umwelt kommen. Oder durch verschiedene Stoffe haben wir Probleme, dass gewisse Fischarten sich nicht mehr vermehren oder verweiblichen zum Beispiel durch diese Stoffe. Das sind Herausforderungen, die eigentlich aktuell sind. Es gibt immer was zu tun. Aber hier in Russland kann man mit wenigen Mitteln eigentlich sehr viel erreichen, weil man halt doch mit dem Grundsatz, wo wir auch hatten früher, man konsumiert und man legt es irgendwo hin, wo man es nicht mehr sieht und hofft, dass nichts passiert, da muss man halt jetzt wirklich anfangen, vorwärts gehen. Ich sehe ja auch, es ist immer gut, wenn jetzt in Moskau richtig warm ist und es stinkt und der Wind bringt den Gestank in die Stadt, da gibt es Druck auf die ganze Stadtbevölkerung, dass sie endlich was tun. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, aber ich habe es selbst erlebt, wo die Deponien, die Polygons bis in die Stadt stinken. Und jetzt nimmt es jeder wahr, man kann es nicht mehr verstecken. Man muss jetzt was tun für die schöne Stadt Moskau, wo sich sehr schön verändert in den letzten Jahren. Aber Abfall kostet halt Geld, es bringt kein Geld, das ist das Problem. Am Ende des Tages müssen wir alle das zahlen, mit Steuern oder Abgaben. Und wie Sie auch gesagt hat, wir müssen für den Abfall in einem Volumen zahlen und deswegen trennen wir wie die Weltmeister. Wir sind auch geldgesteuert, auch in der Schweiz, um etwas Gutes zu tun. Danke. Ja, und von der linken Seite noch eine Frage. Guten Tag, Herr Dr. Hafeli, danke für Ihre Präsentation. Ich heiße Nikita Spak, erster Masterstudiengang und ich habe eine kleine Frage an Sie. Es ist offenbar, dass eine richtig nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft ohne nachhaltige Energie total unmöglich ist. Und wie sehen Sie die Perspektiven von russisch-schweizerischen Kooperation im Bereich Wasserstoffenergie? Wasserstoffenergie habe ich nicht verstanden. Ich bin zwar Doktor der technischen Wissenschaften. Also es gibt 2 Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen. Sie können Methan nehmen, Erdgas, erhitzen das auf 800 Grad unter Druck und nehmen Dampf, auch 800 Grad unter Druck und lassen eine Reaktion passieren, wo Sie Wasserstoff und CO2 produzieren. Aber das CO2 haben Sie dann produziert.
das ist kein Nutzen. Wenn Sie Wasserstoff produzieren mit Strom, zum Beispiel einen Wasserstoff bei eurem Elektrobus zum Beispiel, oder? Dann haben Sie jetzt 100 Kilowattstunden Energie, lassen Sie das in die Batterie von eurem Elektrobus und der bringt 95% der Energie, also 95 Kilowatt bringt er dann aus der Batterie raus und hast eine Effizienz etwa von 60% auf dem Rad, auf der Straße. Wenn ich jetzt Wasserstoff produziere, dann brauche ich schon 30% vom Strom für den 100 Kilowattstunden, 30 Kilowattstunden, um den Wasserstoff zu produzieren. Dann muss ich den verdichten, transportieren, da kommt in eine Feststoffzelle und der produziert Strom und das geht in eine Batterie und dann ans Rad. Dann haben Sie etwa noch 30% des Energie von den 100 Kilowattstunden auf dem Rad in einem Fuel Cell Bus zum Beispiel, oder? Deswegen, mit dem Wasserstoff habe ich das alles nicht recht verstanden, wie das aufgehen soll energetisch. Es kann mir auch niemand so richtig berechnen oder meine Rechnung widerlegen, ehrlich gesagt. Aber es kann sein, wenn man sagt, wir gehen nach Sibirien. Da hat das Land, ganz viel Land, stört niemand, da machen Windräder. Und Windräder produzieren Strom, wenn es windet, wenn sie nicht einfrieren zum Beispiel. Aber jetzt, ja, wenn's da. Und der Strom, den ja niemand braucht, machen wir in Sibirien viel Wasserstoff. Dann nehmen wir die Pipelines, die schon so existieren, mit Gas. Man muss aber wissen, Wasserstoff ist das kleinste Molekül der Welt, das geht durch alle Ritzen durch, und transportieren den Wasserstoff nicht auf eine Gasturbine, wo er Strom produziert, sondern auf eine Wasserstoffturbine und macht mit dem Strom und CO2-neutralen Strom. Das würde dann Sinn machen, wenn Sie Strom haben, den niemand braucht. Danke. Bitte. Ja, und noch eine Frage von der linken Seite. Guten Tag, vielen Dank für Ihre Präsentationen. Ich heiße Maria Brickmann und ich studiere an der Fakultät für internationale Beziehungen. Und ich habe eine Frage an Dr. Heffeli. Ich bin sehr froh, dass wir heute hier zusammen so ein wichtiges Thema besprechen können. Und meine Frage ist das Thema Atomausstieg in der Zeit der Energiewende für die Schweiz aktuell? Danke. Du fragst Sie den Falschen. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht über Brennen von Glas und radioaktiven Abfällen. Ich finde, die Nuklearenergie ist zwar keine gute Energie, aber aufgrund von der fossile Energie als Alternative oder nicht ausreichende erneuerbare Energie, es ist trotzdem eine Alternative, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Und wir vernachlässigen eigentlich die Technologie seit Jahrzehnten schon, moderne Kraftwerke zu machen. Die Russen, Chinesen und Amerikaner machen das. Das finde ich eigentlich gut, weil, also ich kenne ja diese Abfälle, also ich war auch schon im Zwischenlager in der Schweiz und so. Das sind wirklich schwierige Abfälle zu handeln, es ist aber ein kleines Volumen, wo halt über Langzeit die Radioaktivität bleibt. Aber wenn man jetzt wählen kann, Erde wählen, CO2 rausblasen, wir werden nicht auf Energie verzichten. Das werdet ihr nicht machen, werde ich nicht machen. Ich werde es vielleicht sagen, aber nicht machen, ehrlich gesagt. Wir werden weiter Mobilität haben, Handel haben, wir werden auf einem Wachstum leben müssen. Ist für mich Nuklearenergie eine nicht vernünftige, aber ein Ausweg, wo zumindest wo wir nicht CO2 kreieren sollen. Und jetzt muss ich zum Herrn mit Wasserstoff noch sagen, wo ist er schon wieder? Jetzt ist mir was eingefallen. Wo ist der Herr mit Wasserstoff? Da. Ich habe gehört, mit Wasserstoff oder, zu fahren, wenn jetzt zum Beispiel die russischen Autobusse oder Autos auf Gas umstellen, also Benzin und Diesel, ist es auch noch relativ sinnvoll, weil zurzeit produziert man mit Gas Strom. Mit dem Strom würde man Wasserstoff produzieren oder Elektroautos fahren lassen. Da könnte man direkt sehr effizient in Russland mit Gasfahrzeugen betreiben. Schon ist mir noch in den Sinn gekommen mit dem Wasserstoff. Und eben zu Ihnen, wir werden aus meiner Sicht nicht um die nukleare Industrie rumkommen. Wir werden auch effizientere, weniger gefährliche Reaktoren haben. Aber die Abfälle, wir haben leider
haben wir auf Uran und Plutonium gesetzt, weil wir wollten alle die Atombombe bauen. Ich sage es nicht von den Russen, wir Schweizer wollten sie bauen. Wir hatten zwei Kernschmelzen in der Schweiz, es ist nur eine bekannt. Es war keine gute Idee, auf dieses Nuklid zu setzen. Es gäbe Nuklide eigentlich, die weniger radioaktiv sind, die auch viel Energie bringen. Aber wir wollten Atombomben, deswegen haben wir vor 100 Jahren falsche, aus meiner Sicht falsche Energieträger gesetzt. Aber es ist eine Alternative. Ich habe eine Maske bekommen zu Weihnachten von einem Konsortium, das drauf steht, ich hoffe, es fällt niemand um, go green, go nuclear. Ja, und noch die zwei letzten Fragen vielleicht, also sonst müssen wir schon bald Schluss machen. Ja, bitte sehr. Guten Tag. Erstens danke ich den Experten für diese Möglichkeit, viel Neues über Abfall, über Abfallverarbeitungssystem in der Schweiz zu erfahren. Und ich möchte meine Frage an die Dr. Heffeli stellen. Wegen der Pandemie hat die Zahl der medizinischen Abfälle, zum Beispiel die Masken, angestiegen. Und welche Maßnahmen haben die Behörden in der Schweiz ergriffen, um diese Situation zu kontrollieren, um die Zahl der Masken, diese Zahl der Masken zu sammeln und zu recyceln? Keine. So kurz und gut heißt es. Unser System ist, das ist thermische Verwertung. Wir verbrennen das bei 900 Grad. Da gehen die Viren definitiv kaputt. Das ist auch alle Medizinalabfälle. Die verbrennen wir in unseren thermischen Wertungsanlagen. Spritzen, das sind auch wir hatten auch verschiedene afrikanische Viren, wo wir Patienten aufgenommen haben, ganze Matratzen, ganze Teile von Reihen von Spitälern, die verbrennen wir in unseren Abfallheizkraftwerken und sind dann organisch, sind die Viren und Bakterien, die sind tot. Wir nutzen auch unser System, wir haben eigentlich zwei thermische Systeme. Wir haben für die normalen Spitalabfälle, nutzen wir die Abfallheizkraftwerke. Wir mischen das eigentlich im Bunker unten, dass es kommt. Oder wenn jetzt zum Beispiel spezielle Viren sind, gehen die direkt ins Feuer. Das ist eine Rostfeuerung. Und wenn wir jetzt aber hochtoxische Stoffe haben, wie zum Beispiel Dioxine oder Furane oder solche Sachen, die gehen dabei uns in den Zementofen und die spritzen wir direkt in die Flamme ein, da mit 1300 Grad, etwa 5 Sekunden, und das sind alle organischen Stoffe zerstört. Das ist eine sehr clevere Frage, die Sie gestellt haben, aber deswegen, wir machen keine Maßnahmen. Es geht in die richtige Richtung, in die infizierten Abfälle in Spitälern, und zu Hause geht es in Kehrichtsack, da geht es in die Verbrennung und Problem gelöst. Also so eine Abfallheizkraftwerk hat auch zusätzliche Nutzen für die Gesellschaft, wo man Viren, Bakterien oder spezielle Spitalabfälle neutralisieren kann. Vielen Dank. So, da kommen noch Fragen, bitte. Ja, sehr geehrte Experten, ich danke Ihnen für die beiden interessanten Präsentationen. Und was meine Frage angeht, Herr Heffeli, wie denken Sie, Sie haben uns die Statistik gezeigt, aus der hervorgeht, dass die Entwicklung dieser neuen Branche, die Recycling von Abfällen, viele neue Arbeitsplätze eröffnet hat. Und wie denken Sie, können die Menschen einfach wieder seinen Arbeitsplatz Arbeitsplatz verlieren, wenn sie zum Beispiel mit Robotern herausgesetzt werden oder nein? Und also wenn ja, in wie vielen Jahren? Danke. Batterieke, Batterierecycling. Oder Sie wissen, wie viele verschiedene Batterien es gibt. Jetzt hat man angefangen, die händisch zu sortieren. Oder es gibt
Zink, Kohlenstoffbatterien, Alkali-Mangan-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien und verschiedene Formen, Größen und alles. Und die müssen alle separiert werden für den Stoffstrom. Jetzt als vier Beispiel: Zuerst waren an einem Fließband, zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Deutschland, etwa 50 Hände. Die mussten alle Batterien fast auswendig wissen, sehr komplex. Da musste man wirklich ein Jahr die Leute anlernen, wie sie es können. Ich hatte jetzt zwei Tage eine Konferenz mit Leuten, auch gibt es zwei Firmen, die haben einen Röntgenstrahl, die schießen die Batterien ab mit Röntgenstrahl, der reflektiert, die können feststellen, was für Elemente da drin sind. Und aufgrund der Elemente, wenn das die Geschwindigkeit vom Band ist, können die nachher die separieren. Also es wird händische Arbeit wird reduziert werden. Das ist klar, aber es ist immer eine Kostenfrage. Ihr in Russland habt zum Teil auch noch billige Hände von Ex-UdSSR-Staaten, ich sage es mal so, wo auch hier sind, auch gute Arbeit leisten. Aber es wird alles industrialisiert werden, es wird alles digitalisiert werden. Deswegen seid ihr auch hier und macht ein Studium, was man für den Beziehungen und Kommunikation nicht wegrationalisieren kann, gratuliere ich euch. Aber es wird natürlich industriell sein. Auf der anderen Seite muss man überlegen, wie viele Millionen Tonnen Abfälle? Ihr habt nur 60 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle. Das ist eine Hausnummer, das ist viel. Und das sind so viele Leute, die da holen müssen, verpacken müssen, bringen müssen. Auch wenn man Abfallheizkraftwerke betreibt, braucht es Leute, Logistik betreiben oder auch im Recycling. Das ist sehr viel händisch da, auch immer noch. Und wie gesagt, bei der Konferenz, wo wir waren, die haben x Millionen Tonnen Metalle, die in Russland umsetzen. Alles mit Bagger und Personen, und das ist viel Arbeit. Und das ist auch ein gutes Business, ein sinnvolles Business. Es ist zwar nicht, ich hatte Herrn Professor Petrosian, es war bei uns auch Gast, und er hat mir gesagt, es ist ein toller Kongress, aber nicht so akademisch. Und ich musste dann sagen, ja logisch, wir sind nicht Akademiker, die Leute, die setzen Millionen Tonnen Metall um, du musst sagen, was ist Aluminium, also auch Aluminium, Kupfer, Zink, Bronze, wo sie arbeiten. Das ist ein großes Business für Leute, die sinnvolle Arbeit haben, es können nicht alle studieren, oder? Es ist eine gute Sache, es gibt Arbeit, es ist eine nützliche Arbeit, aber es muss auch bezahlt werden. Danke vielmals für die Frage. Also und die allerletzte Frage, bitte von der linken Seite. Guten Tag, ich möchte meine Frage auch an Viktor stellen. Gibt es Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz zu diesem Thema? Und wenn es gibt, könnten Sie erklären, wie diese Staaten miteinander arbeiten? Entschuldigung, Beziehungen für was? Beziehungen zu Abfall, Verarbeitung und sowas. Ja, es gibt Beziehungen. Aber es ist so, in unseren Leitsätzen ist es so, wir müssen unsere Abfälle selber verarbeiten. Früher habe ich gesagt, wir haben Abfall, das ist nicht gut. Wir geben es den Deutschen, den Franzosen, den Afrikanern irgendwo hin, oder? Aus, weg. Und wir sagen, unsere Probleme müssen wir selber lösen. Wir dürfen sie nicht den nächsten Generationen geben, in einem Polygon, und wir dürfen es nicht auch in anderen Ländern geben, vielleicht Länder, die gar keine Infrastruktur haben. Und das heißt, wir verbrennen etwa 3,6 Millionen Tonnen Abfälle, und für Ihre Frage jetzt direkt, wir importieren aus Italien 400.000 Tonnen Abfälle und verbrennen sie für Italiener, weil die zu wenig Kapazität haben. Und zum Teil verbrennen wir aus Deutschland 200.000 Tonnen. Also wir importieren zum Teil Abfälle. Es ist so, weil die Abfallheizkraftwerke, die sind natürlich in der Region, wo Wärme gebraucht wird. Und im Winter, wenn sind zum Teil zu wenig Abfälle da, da importieren wir Abfälle und nehmen die Energie raus, um die Fernwärme zu bedienen. Weil wir haben ja kein, wie unser Kollege gesagt hat, wir haben kein Öl oder kein Gas bei uns. Wir nutzen eigentlich sekundäre Ressourcen für das. Aber für Nicht-Siedlungsabfälle,
dann haben wir einen offenen Markt, wo zum Beispiel, da wird Elektronik geschaut, werden Fraktionen gemacht, und zum Beispiel Polymerfraktionen gehen nach Österreich oder Metallfraktionen gehen nach Deutschland und nach Belgien. Also das ist ein Handel. Russland hat das Basler Abkommen unterschrieben, im Vergleich zu den Amerikanern, die haben es nicht unterschrieben. Das Basler Abkommen regelt ja, dass man Abfälle beobachtet, wo werden sie entstehen sie, wo gehen sie hin, wo werden sie verarbeitet, was alles bei den unterschriebenen Ländern dokumentiert ist. Also das heißt, wir dürfen auch nicht irgendwelche Abfälle irgendwo hingeben. Ich bin zum Beispiel Abfallsender. Da muss ich angeben, zum Beispiel, ich exportiere Abfälle nach Deutschland vor einem Schredder, Schredder-Leichtfraktion, weil die haben spezielle Anlagen. Also ich bin Abfallsender, da muss ich eine Bewilligung haben, da muss ich Zollbewilligung haben, Transportbewilligung haben, das ist der Abfallempfänger und der muss das dann nachweisen, dass es auch so entsorgt wurde. Also es gibt in Europa reges Netzwerk von Verbindungen, die sind aber je nach Abfallart sehr streng reguliert und kontrolliert. Also ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken für dieses interessante Treffen und für die anschließende Diskussion. Ich glaube, sie hat gezeigt, dass das Thema wirklich heutzutage brennend ist. Und ich hoffe, dass auch unsere Studierenden viele Fragen bereit haben. Aber leider ist unsere Zeit aus und wir müssen uns verabschieden. Aber ich glaube, das ist nicht unser letztes Treffen und wir kommen noch zu einer Diskussion, zu einem anderen Thema oder zu dergleichen. Aber es kommt auch einmal vor. Herzlichen Dank, liebe Experten, für diese interessanten Vorträge, wirklich. Und also, Sie haben auch das Wort, vielleicht äußern Sie auch Ihre Meinung dazu. Also ein typisch Schweizer Ausdruck von einem Bundesrat heißt Freude herrscht. Freude herrscht. Es war mir eine Riesenfreude, für so viele tollen jungen Leuten zu sein, die Zukunft zu spüren, auch hier in Moskau, nicht nur in Europa. Auch ich möchte so gut Russisch können, wie ihr Deutsch könnt. Vielleicht schaffe ich das noch einmal. Es hat mir Riesenfreude gemacht, auch mit der Frau Botschafterin hier hinzukommen. Und es fängt immer klein an und es wird auch immer größer. Und ihr seid die Zukunft und es ist toll, dass ich hier sein durfte. Ich werde öfters auch natürlich in Moskau und Russland sein. Wir werden auch von der Schweiz aus. Wir sind offen für unsere Ideen. Wir haben viel gemeinsam mit Russland, obwohl wir halt klein sind, ist ein bisschen größer. Aber wir sind da und wir haben auch Partnerschaften und wir machen weiter. Und ich möchte das Wort auch meiner Kollegin noch geben. Sie möchte sicher auch was sagen. Да, я понимаю, почему вопрос сегодня к господину как правильно? Хефеле. Ich kann schon verstehen, warum heute die meisten Fragen an Herrn Hefele gerichtet wurden. Denn man kann mich in Russland finden und dann mich die Fragen richten. Und mit den schweizerischen Erfahrungen vertraut zu machen, kann man nur hier. Falls Sie noch welche Fragen zum russischen Teil haben, zu den praktischen Problemen, also ich möchte Sie nochmals auf unsere Website verweisen. Ich werde gerne all Ihre Fragen beantworten. Danke sehr. Also vielen herzlichen Dank, wirklich. Danke sehr.